Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und heute zum Jahreswechsel möchte ich euch ein kleines Spezialvideo bringen, sozusagen ein kleines Recap. Und zwar geht es heute um Theorien von mir, die ganz oder zum Teil wahr geworden sind. Also seid gespannt, bleibt dran und Intro ab. Mögliche Piraten der Rocks-Allianz im Juni 2018, wo wir bei Kapitel 907 waren, habe ich gesagt, dass Shiki der Goldene Löwe möglicherweise ein Mitglied der Rocks-Piratenbande sein könnte. Damals hatten wir weder ein Bild noch sonst irgendwas von ihnen, nur in Kapitel 907 selbst hat Garp den Namen Rocks ausgesprochen. Mittlerweile wissen wir aber, dass Shiki tatsächlich ein Teil seiner Bande war. Aber nicht nur er, auch auf Whitebeard und so hätte man vielleicht kommen sollen. Könnt ihr euch noch an mein Video Shoguns Teufelsfrucht Koshiros tragische Vergangenheit im Juni 2018 erinnern? Damals waren wir bei Kapitel 908 und schon damals habe ich gesagt, dass Orochi die Schlangenfruchtmodell Yamato no Orochi haben wird. Was aber an sich nicht so schwer war zu erraten bei seinem Namen. Dies war aber auch eines meiner Highlight-Videos, denn damals hatte mir der bekannte englische One Piece-YouTuber Flying Panda TV einen Kommentar unter meinem Video gelassen, dass er meinen Namen mag. Ziemlich geil. Vielen herzlichen Dank, Flying Panda. In meiner Theorie, die drei Stufen des Rüstungshakis im März 2016, wo wir uns noch bei Kapitel 820 befanden, ging es darum, dass das Rüstungshaki mehrere Abstufungen hat. Und dass Kaido das stärkste Rüstungshaki in One Piece haben wird. Wir haben bis dato in One Piece genau drei Stufen des Rüstungshakis gesehen. Da wäre einmal das standardmäßige Rüstungshaki, mit dem man seine Angriffe verstärken kann und selbst Teufelsfruchtnutzer angreifen kann. Dann gibt es das Hardening, was eine Sonderform des Rüstungshaki ist, bei dem der gesamte Körper oder auch nur bestimmte Stellen verhärtet werden und dies wird dann gezeigt mit einer schwarzen Verfärbung der Haut. Und zuletzt haben wir nun in Wano Kuni eine neue Form des Rüstungshakis bekommen, bei welchem der Körper nicht verhärtet wird oder ähnliches, sondern das Rüstungshaki fließt durch den Körper und kann selbst ohne Körperkontakt einen Gegner treffen. Ob Kaido der stärkste Rüstungshaki-Nutzer ist, wie ich vorhergesagt habe, wird sich in Wano Kuni aber noch zeigen. Als nächstes hätten wir dann noch meine 3-Stufen-Theorie des Observationshakis vom Dezember 2016, wo wir bei Kapitel 846 waren. Diese Theorie ist ähnlich der vorherigen Theorie, denn hier geht es darum, dass auch das Observationshaki 3 Stufen hat und Mihawk Falkenauge das stärkste in One Piece hat. Das Observationshaki lässt einen User Präsenzen spüren, Attacken erahnen, Emotionen spüren und Stärken messen. Eine weitere Stufe haben wir im Whole Cake Island Arc gesehen mit Katakuri, der sogar mit dem Observationshaki ein Stück weit in die Zukunft sehen konnte. Bisher ist es an sich noch nicht bestätigt, aber es ist auch gut möglich, dass The Voice of All Things ebenfalls eine Stufe des Observationshaki sein könnte. Aber wie gesagt, dies ist bisher noch nicht bestätigt. Also auch hier habe ich zumindest zum Teil richtig gelegen, dass das Observationshaki eben mehrere Abstufungen hat. Ob Mihawk wirklich das stärkste Observationshaki im One Piece haben wird, wird sich in der Zukunft noch zeigen müssen. Im September 2018, zur Zeit von Kapitel 918, brachte ich ein Video heraus mit dem Namen Die Geister von Wano Kuni, Mihawks und Koshiros Rolle, wo es darum ging, wem denn die restlichen Grabsteine in Wano gehörten, also wer Odens Retainer waren. Dort sagte ich, dass sowohl Nekomamushi als auch Inuarashi Odens Retainer waren, was aber auch nicht sonderlich schwer zu erraten war, denn immerhin hatten sie ihn auf seiner Reise begleitet. Zudem sagte ich aber in diesem Video, dass sowohl Okiku als auch Iso mögliche Retainer von Oden waren. Dies war zu diesem Zeitpunkt im Manga nämlich noch nicht erwähnt worden. Im Dezember 2018, wo wir auf Stand des Kapitels 927 waren, hatte ich, wie der Titel verrät, werden die sieben Samurai dem Meere abgeschafft, darüber geredet, dass dies durchaus passieren könnte. Und schwuppdiwupp, ein Jahr später ist es dann passiert. Ebenfalls im Dezember 2018, wo wir auch auf Kapitelstand 927 waren, überlegte ich mir, wer wohl Whitebeards zweiter Kommandant gewesen sein könnte und kam da auf die Idee mit Oden Kutsuki.
In den letzten Kapiteln hatte sich diese Theorie dann endlich bestätigt. Dies waren meine Theorien, die nun endlich durch Wano Kuni zum größten Teil bestätigt worden sind. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr noch viel mehr meine Theorien bestätigt bekommen und ich noch weitaus mehr Theorien raushauen werde können. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Jahr wünsche ich euch dann wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.